So, da sind wir. Herzlich willkommen. Wir sind live zu einer neuen Folge Schritt für Schritt der Team Deutschland Athletinnen Talk, live auf YouTube und Facebook. Und ja, wir haben eine kleine Pause gemacht und ich bin auch nicht Frank Busemann, der das sonst hier moderiert hat, sondern ich bin der Jens, arbeite beim DOSB. Eigentlich bin ich der Host vom Team Deutschland Podcast und deswegen dachte ich, wenn ich das kann, dann kann ich auch Internetfernsehen und kann hier eine kleine Runde moderieren. Deswegen habe ich das von Frank jetzt übernommen und freue mich total, dass wir heute zu einem Spezialthema sprechen. Nämlich haben wir, das Team Deutschland hat gestern gemeinsam mit dem Team Deutschland Paralympics die Bekleidung, die Adidas-Bekleidung für die Olympischen Spiele in Tokio vorgestellt. Und darüber wollen wir sprechen. Darüber wollen wir nicht nur über die Bekleidung sprechen, im zweiten Teil auch ein bisschen einen Ausblick auf Tokio wagen. Und ja, meine Gäste, die da sind, heute dabei sind, sind nicht nur sportlich top, sondern sie hatten auch alle was mit der Bekleidung quasi zu tun. Deswegen sind sie auch da, Experten. Und ja, kurze Vorstellung. Von mir aus unten rechts, Miriam Welte, Bahnrad-Olympiasiegerin, jetzt nicht mehr sportlich aktiv, sondern bei der Polizei und ich glaube Vizepräsidentin Leistungssport im Landessportbund Rheinland-Pfalz. So ist es, richtig. So ist es. Herzlich hallo willkommen, Jens. Miri. Hallo Olli, hallo Lena. Schön, dass ihr da seid. Ja, und Lena Schöneborn, Olympiasiegerin im modernen Fünfkampf und jetzt Manager, Sports Marketing Managerin für Olympics und Running bei Adidas. Herzlich willkommen, Lena. Ja, hallo zusammen und natürlich auch hallo an die Zuschauer. Genau, und hi Olli Zeitler, vor kurzem noch Ruder-Europameister geworden und aktuell auf dem Weg nach Tokio. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo an alle vor dem Bildschirm. Genau, wir legen los. Am offensichtlichsten, Lena, bist natürlich du mit den Klamotten als Adidas-Mitarbeiterin verbandelt. Erzähl doch mal, was du da für eine Rolle gespielt hast und wie ihr die Bekleidung entworfen habt. Ja, ich habe 2016 die Olympischen Spiele in Rio noch als Athletin miterlebt und habe von dem ganzen Prozess, der hinter so einer Einkleidung steht, noch gar nichts mitbekommen gehabt. Und zwischen Tokio und jetzt Rio bin ich beruflich bei Adidas eingestiegen und habe jetzt zum ersten Mal diesen ganzen Weg und den Entstehungsprozess von der anderen Seite miterleben dürfen. Und es ist ganz spannend und ich habe ganz, ganz viel dazugelernt und ganz viele Dinge erfahren, von denen ich als Athletin, ja, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Wie viel da tatsächlich hintersteckt, wie viel Vorlauf es am Ende für sowas alles geben muss. Und deshalb war es natürlich für mich auch gestern wirklich ein total emotionaler Moment. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal wirklich so drauf hingefiebert habe und so gespannt an einem Tag war wie gestern, als wir dann tatsächlich die Einkleidung zusammen ja vorgestellt haben. Und natürlich auch das Feedback zu hören, wie es den anderen Athleten allen gefällt. Ich weiß nicht, ob ich schon zu viel verrate, wenn ich sage, dass wir in dem Prozess auch immer versucht haben, jetzt vorab auch schon Athleten einzubinden. Da war ich interessanterweise noch nie vorher Teil davon, nur jetzt eben auf der anderen Seite. Die Miri war schon auch mit involviert und konnte eben vorab ihr Feedback geben, also so ein kleines bisschen wussten wir eben auch schon Bescheid und haben natürlich versucht, das alles mal umzusetzen. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, offensichtlich nach dem Feedback bisher hat es auch entsprechend allen gefallen. Ja, cool, also du warst aufgeregt. Wer noch aufgeregt war und auch erzählt hat, dass es fast wie bei einem sportlichen Wettkampf war, ist nämlich die Miri, die gestern die Show in Düsseldorf bei der Präsentation der Einkleidung moderiert hat. Miri, wie war das? Ja, es ist wirklich, wie du sagst, mit sehr, sehr viel Aufregung verbunden gewesen oder ja, einfach auch Nervosität, ne? Das, was du normalerweise von einem Wettkampf hast, wenn du drauf hinfieberst, dann am Start zu stehen und nervös bist, weil du dich freust, dass es gleich losgeht. Genauso ging es mir gestern eigentlich auch. Ich wusste, es ist live. Ich wusste, ich habe keinen Teleprompter, von dem ich irgendwas ablesen kann. Also ich musste alles wissen. Und das war schon so ein erster großer Druckmoment, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war für mich auch einfach eine Riesenehre, diese Präsentation der Bekleidung moderieren zu dürfen für
Team Deutschland, Team Deutschland Paralympics, weil ich ja, wie Lena selbst gerade eben gesagt hat, auch mitwirken durfte bei der Gestaltung. Und dann war es schon nochmal was super Besonderes, das auch mit präsentieren zu dürfen. Ich habe ein Bild von, wer denn alles dabei war. Schaut mal hier. Bei der Entstehung. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist gefühlt ewig her, weil ja alles schon für 2020 designt und produziert wurde. Wann fängt denn sowas an eigentlich, Lena, so ein Prozess? Ja, es sind so 1,5 Jahre vorher tatsächlich. Lena, 2017 haben wir den ersten Termin gehabt. Boah. Ja. Da bin ich noch nicht mal im Team tatsächlich gewesen. Deshalb der sozusagen wahrscheinlich schon der zweite. Also wir haben dann zwei Schleifen, die wir drehen zusammen. Und das Ganze entsteht eigentlich sogar noch früher, wenn tatsächlich das Design-Team, also uns das globale Design-Team, anfängt, sich da Gedanken zu machen, wie, ja, wie stellen wir das zusammen und wo leiten wir das her? Dann gibt es da tatsächlich einen Inspirationsaufenthalt in Japan selber zu gucken, wie kann man die Welten Team Deutschland und dann das Ausrichten dann natürlich kombinieren. Was spielen sonst für Themen natürlich eine Rolle, die wir gerne mit transportieren können. In diesem Fall ist es eben das Unity, Diversity, das ist sozusagen, dass jeder sich irgendwie in der Einkleidung wiederfindet, aber es trotzdem am Ende ein tolles Bild und einen Ausdruck für Gesamt-Team Deutschland gibt. Also ganz, ja, diese Facetten tatsächlich schon da reinzubringen, das entsteht ja tatsächlich dann deutlich über zwei Jahre davor. Ja, krass. Olli, jetzt warum bist du Experte bei den neuen Adidas-Klamotten? Ich meine, sind deine ersten Olympischen Spiele, werden das sein und du hast noch nicht so eine große Olympia-Einkleidung mal mitgemacht, weil das ist normalerweise auch ein, glaube ich, immer, also Lena, Miri, ihr stimmt mir dazu, ein schönes Gefühl, da so die Taschen vollgepackt mit neuen Klamotten zu bekommen. Das ist die beste Einkaufssituation, die du haben kannst. Einpacken und nicht bezahlen. Und auch wunderschön, also mir hat es jedes Mal viel Spaß gemacht, die Sachen anzuprobieren und dann mit den gepackten Taschen rauszugehen und zu Hause nochmal alles anzuschauen, weil du letztendlich weißt, das ist deine Fahrkarte. Ne? Wenn du die Taschen in der Hand hast mit den Klamotten, weißt du, ich bin dabei. Aber Olli, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Genau, Olli, was hast du mit den neuen Adidas-Klamotten zu tun? Ja, ich hatte die große Ehre, dass ich das im Vorfeld schon mal in Herzogenaurach einen kleinen Teil davon anprobieren und shooten durfte, eben für die Kampagnen. Und ja, da habe ich eben schon einen kleinen Einblick bekommen, wie sich das dann wirklich alles an der Haut auch anfühlt und was es für verschiedene Styles gibt, die man da kombinieren kann. Die schauen wir uns natürlich nochmal an. Ja. Ja, genau. Ich durfte natürlich nicht alles anprobieren, aber so zwei Outfits habe ich schon mal tragen dürfen. Was war dein Favorit davon bisher? Also das T-Shirt, das rote, fand ich natürlich sehr cool, weil das natürlich alle haben. Und dann fand ich die Allwetterjacke auch ganz cool, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es in Tokio nötig sein wird. Ich hoffe natürlich, dass es da schönes Wetter gibt, aber bei der kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass ich die dann in der Freizeit auch mal zum Laufen oder so anziehe. Ja, der Hintergrund... Entschuldige, Jens, leg los. Nee, ich wollte nur fragen, wo denn der Olli die Präsentation gestern verfolgt hat. Ich war im Keller, habe trainiert, war auf meinem Fahrradergometer, habe mir da einen abgestrampelt währenddessen und ja, das war schon sehr motivierend. Ich habe dann tatsächlich auch ein paar Watt mehr in die Pedale reingetreten, als das alles vorgestellt wurde, weil das dadurch natürlich auch etwas greifbarer dann wurde. Okay. Lena, wolltest du noch was fragen oder sollen wir einfach uns mal die Klamotten angucken? Ich wollte nur kurz hinzufügen, Olli, die Jacke, über die Olli gesprochen hat, die aus der Village Wear ist und die auch eines der Produkte ist, was jetzt zum Beispiel schon komplett nachhaltig tatsächlich auch produziert ist und wir deshalb auch in der Kollektion für wirklich so warme Ausrichterorte wie Tokio haben, weil du ja schon immer gucken musst, wie viel ist da klimatisiert. Das weißt du natürlich alles vorher nicht, wie doll ist klimatisiert. Also ich habe auch schon in Ländern Wettkämpfe gehabt, wo es draußen genau eigentlich die 40 Grad sind und du sitzt dann irgendwo im Bus und da sind es 15.
Und am Ende mussten natürlich für alles vorbereitet sein. Und so ist natürlich dann auch eine Kollektion aufgestellt, möglichst für alle Fälle. Ja, da können wir direkt mal sagen, wie viele Teile umfasst denn eigentlich so eine Olympia-Ausstattung? Genau, es sind insgesamt, glaube ich, diesmal an die 100, ein paar doppeln sehe ich sozusagen. Also ich glaube, individuell sind so um die 60 verschiedenen auf jeden Fall für jeweils sowohl die Herren als auch die Frauen. Okay, wir werfen mal einen Blick rein. Zwei fette, mindestens zwei volle Taschen. Ich starte mal ein Video und dann bekommen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die gestern das nicht mitverfolgt haben, was ich ja nicht glaube, aber dass sie auch nochmal einen Eindruck bekommen, worüber wir hier eigentlich reden. Wir kämpfen hart für unseren Lebenstraum. Als Team Deutschland sind wir Vorbild und Inspiration. Dazu zu gehören macht mich unglaublich stolz. Wir setzen unseren Weg Richtung Tokio entschlossen fort. Als Team sind wir stark. Weil jeder das Beste von sich einbringt. Unser Weg kennt nur ein Ziel. Tokio. Wir haben die Chance, etwas Großes zu schaffen. Unsere Wege sind unterschiedlich. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Teil von Team Deutschland zu sein. Jeder von uns Athleten ist vielfältig, doch als Teil von Team Deutschland sind wir alle gleich. Wir wollen mit Team Deutschland magische Momente erleben. Wir haben die Chance, etwas Großes zu schaffen. Wer dabei ist, kann auch gewinnen. Dieses Bewusstsein verbindet und motiviert uns. Wir. 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 Wir sind. Wir sind Team Deutschland. Ja, Olli hat schon gesagt, was seine Lieblingsklamotten sind. Miri, was sagst du? Was gefällt dir am besten? Die Podiumsjacke. Ich finde die grandios. Die ist einfach so clean, klassisch, mit den Farben. Aber neben der Podiumsjacke, die, glaube ich, wirklich mein absoluter Favorit ist, finde ich auch die T-Shirts mit dem Print vom Adler drauf richtig cool, weil das einfach was Neues ist. Es passt zu dem ganzen Japan-Style irgendwie mit dazu, dass so ein bisschen Abstraktheit reinkommt. Und die Idee, die dort umgesetzt wurde, den Adler einfach zu nehmen und ganz anders darzustellen, finde ich auch wahnsinnig toll und finde da auch alle Teile. Also, ja, viel ist schön. Aber hat das was Besonderes? Also wir haben auch gestern Christopher Rühr, den Hockeyspieler, gehört, dass es immer was Besonderes ist, den Adler zu tragen und dass er deswegen natürlich auch das Design so gut findet. Olli, ist das für dich auch so? Ist dieses den Adler tragen was Besonderes? Ja, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn man in der Nationalmannschaft ist, dann bekommt man ja jedes Jahr sozusagen seine Ausstattung, jetzt unabhängig, ob Olympia ist oder nicht. Und da ist auch immer der Adler drauf. Das heißt, es ist auch immer so ein Zeichen, dass man jetzt gerade wirklich für Deutschland an den Start geht. Und deswegen ist es natürlich auch für mich was ganz Besonderes. Und Lena, ihr habt euch keine Sorgen gemacht. Darf ich den Adler überhaupt so zerstückeln? Darf man das sagen? Ja, natürlich. Das haben wir auf jeden Fall entsprechend prüfen lassen vorher, dass du da nicht einfach an so ein Nationalsymbol rangehst und das verfremdest. Also das haben wir in der Tat getan und genau geguckt, wie viel. Und am Ende finde ich es auch total gelungen und tatsächlich schön, dass es sich auch wirklich in allen Teilen so wiederfindet. Manchmal ein bisschen deutlicher, manchmal subtil in der Windjacke, die Olli angesprochen hat, die so aus dem bisschen mein Favorit mit ist. Da findet sich das zum Beispiel nur so auf der Kapuze auch wieder. Ja,
ist tatsächlich ein schönes Element, das, wie gesagt, so eint und eben aber nicht immer direkt so ganz klassisch, ne, wie beim Sport selbst, du hast den Adler so direkt nur auf der Brust, sondern dass es so subtil einfach in allen Teilen mitschwingt, finde ich schön. Ich glaube, wir müssen aber auch nochmal, weil das schwingt jetzt hier schon mit durch, dass es ja verschiedene Outfits gibt, dass wir auch nochmal uns die einzelnen Elemente anschauen, damit man auch weiß, was tragen die deutschen Athleten zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier, was tragen sie auf dem Podium und was, wenn sie sich freizeitmäßig einfach nur im Olympischen Dorf aufhalten. Deswegen habe ich noch mal ein paar Bilder mitgebracht und wir schauen mal rein. Und zwar, Lena, was ist das für ein Outfit? Das ist das Outfit für die Eröffnung und die Schlussfeier. Und zwar haben wir auch diesmal die Besonderheit, auch entsprechend des Feedbacks der Athleten, dass natürlich nicht jeder in dem gleichen Outfit wohlfühlt. Und deshalb gibt es für die Mädels hier tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Outfits, aus denen sie wählen können. Das ist einmal das Kleid, was die Angie Kerber hier trägt. Das hat auch so einen schönen Stick vorne, so ganz quer über die Brust, so asymmetrisch laufend. Das hat auch so eine ganz leichte Jacke mit so einem kleinen, coolen Feature, das sich so Badges nennt. Und die kannst du dann selber austauschen, je nachdem, was du da auch gerne für ein Statement gerade mit transportieren möchtest. Da findet sich natürlich auch der Adler entsprechend wieder. Und das andere ist eben ein bisschen schlichter gehalten mit so einem T-Shirt in Wickeloptik und mit einer auch so einer Rockhose dazu, die auch an der Seite, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht ganz, auch nochmal eine Spielerei hat, wo man das ein bisschen aufklappen kann. Also glaube ich, diesmal tatsächlich für jeden auf jeden Fall was dabei. Genau, und dasselbe gibt es natürlich auch für die Männer, für die Athletinnen, für die Athleten. Marcel Nguyen hier zu sehen. Olli, was hältst du von dem Outfit? Es ist, glaube ich, eine Weste, wo auch diese Badges drauf kommen und man sich da ein bisschen individuell die Sachen gestalten kann und eben, ja, gefühlt ist es ein sehr, sehr großes T-Shirt, Lena, oder? Es ist schon übergroß. Ja, es ist schon so ein, naja, das ist so ein Oversize. Bei Olli wahrscheinlich nicht, der passt da einfach rein. Nicht wirklich. Ja. Aber in der Tat, der Schnitt ist extra. Olli, was sagst du? Ja, finde ich cool. Also besonders, weil man das ja dann auch anscheinend ja so frei gestalten kann mit diesen Badges da drauf. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Und dieses Grün, das, was ich da in vielen Stücken wiederfinde, das finde ich auch irgendwie, je öfter man sieht, desto besser gefällt es einem dann auch. Und das ist schön. Für die Offiziellen gibt es auch noch tatsächlich ein anderes T-Shirt. Das war auch aus dem Feedback, dass die Offiziellen nicht immer die Sportklamotten der Sportler tragen wollten, korrekt? Ja, genau, beziehungsweise gerade bei der Eröffnungsfeier oder bei der Schlussfeier ist das Outfit ja schon ein bisschen stylischer noch mehr eben auf Design als auf Funktionalität gesetzt, weil es einfach ein Moment ist, wo du im Team einfach, ja, wo es noch primär auf den Look drauf ankommt, wenn du sozusagen einmarschierst. Und da natürlich dann als Feedback möglichst eingebaut wird. Und das haben wir diesmal auch tatsächlich gemacht, genau. Miri, was hast du denn noch für, du hast die Olympischen Spiele in London mitgemacht und in Rio. Ich erinnere mich an London. Da war noch nicht Adidas Ausstatter bei der Eröffnung und Schlussfeier, sondern ihr hattet sehr, sehr knallpinke Jacken an, meine ich. Ne? Wie war das so? Findest du das jetzt besser? Es war nicht jedermanns Sache, ne? Aber ich fand die Jacke mega. Ich habe die auch, das war auch eine Wendejacke, muss man dazu sagen. Ne? Die konnte man mit der knallpinken Seite tragen, konnte sie aber auch rumdrehen und hat dann eine ganz tolle blaue Jacke gehabt, die ich nach wie vor noch trage. Also die ist wirklich viel im Gebrauch. Das ist eine perfekte Übergangsjacke jetzt bei den Temperaturen im Moment oder auch im Oktober. Also das war auch, finde ich, super schön, auch stylisch, aber man kann es bei so vielen auch nicht allen recht machen. Ne? Es sind immer welche, die sagen, boah, ja, ist nicht so ganz mein Geschmack, oder dann wieder die, die sagen, abgefahren, richtig cool.
ich glaube, dass die Mischung, die jetzt einfach möglich ist, dass man auch so ein bisschen wählen kann, genau der richtige Weg ist. Dass eben die, die sich in so einem Kleidchen nicht so richtig wohlfühlen, sagen, ich gehe lieber auf die andere Variante. Aber wir Mädels, also ich habe mich stark dafür gemacht, dass eben so ein Kleid auch mit reinkommt, weil ich es einfach schön finde, wenn wir uns auch mit der weiblichen Seite zeigen können und es nicht so ganz krass sportlich ist, ja. Und da finde ich es, wie gesagt, super, dass eben dieser Wechsel oder das Aussuchen möglich ist, genauso wie bei den Männern. Man sieht hier auf dem Foto mit Marcel, das ist ein sehr stylisches Outfit, was Lena gesagt hat. Da fühlt sich jetzt ein Trainer oder ein Sportfunktionär mit Sicherheit nicht so wohl wie ein junger, dynamischer Athlet, sage ich mal, ne? Und dass es da auch dann ein anderes, eine andere Möglichkeit gibt, ist, glaube ich, das, was super ist. Und das Farbkonzept bleibt ja gleich. Also wenn die Mannschaft dann in Tokio einlaufen wird ins Stadion, glaube ich, dass es ein wunderschönes Bild abgibt. Ja, cool. Da freue ich mich auch drauf. Wir schauen auf das nächste Outfit. Und zwar ist das die Podiumswear, also die ja, das Outfit, was man auf dem Siegertreppchen tragen wird. Olli, was sagst du? Ja, das finde ich richtig cool. Das ist halt so eine ganz andere Interpretation von was sehr klassisch, wie ich finde. Und das, dieses Schwarz-Rot-Gold da drin und dieses Weiß dazu, finde ich echt, also das ist auch mit mein Lieblingsoutfit da. Lena, willst du eine Geschichte dazu erzählen? Ja, gern. In der Tat, genau, hier sind wir tatsächlich bei den Farben. Die sind ja dann noch klassischer, aber in der Tat, weil es auf dem Podium-Moment eben doch noch wirklich mehr um den, ja, doch auch Nationalstolz geht, und wirklich auch die Fahne, du guckst, du hörst die Hymne, du schaust, wie die Fahne gehisst wird, und das ist dann thematisch dann doch ein bisschen klassischer orientiert auch am Design. Die ist super, super leicht, damit es auch, genau, in Tokio hoffentlich keiner am Podium eingeht. Ja, hat ein super angenehmen, also ganz tolles neues Material auch. Und ja, ich hoffe, dass so viele wie möglich ihn natürlich auch auf dem Podium tragen werden und dürfen. Miri, und da nochmal Rückblick, Podium in Rio. Erinnerst du dich noch, was du anhattest? Ja, in Rio hatten wir auch so ein ganz, ganz kurzes Kleid an, also eigentlich ein längeres T-Shirt, was noch so ein bisschen über den Po ging, und eine Leggings drunter und eine silberfarbene Jacke drüber. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte das in Rio auch ganz cool gefunden, aber wenn man das jetzt sieht, es ist halt so klassisch, super toll interpretiert, und das wäre, also wenn ich jetzt noch dabei wäre, würde ich nochmal ein extra Quäntchen draufpacken im Training, weil ich so hundertprozentig gerne aufs Podium steigen würde. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde find es einfach auch ein ganz, ganz tolles Outfit zu den ganzen anderen Sachen, die auch gelungen sind, finde ich. Aber das ist so ein absoluter Hingucker. Ich finde es wunderschön. Ja. Das ist ganz interessant. Ich habe eine Anekdote dazu, weil gestern mit der Christina Vogel genau eigentlich auch über das Outfit gesprochen habe und auch den Vergleich zum letzten, und dass wir aber grundsätzlich, weil es ja wirklich nur ein Podium-Outfit ist, so ein bisschen abergläubisch waren, tatsächlich am Morgen vom Wettkampf so zu überlegt haben, packst du dieses Outfit ein, weil, ja, ich meine, alle Zeichen stehen gut, dass du, ne, dass es entsprechend auch gut aussieht, dass du es tragen kannst, aber ist das jetzt ein schlechtes Omen dann, wenn ich damit rechne und es deshalb einpacke? Gibt es irgendwie einen Weg, wie ich da so ein Mittelding gibt? Und dann haben wir gesagt, eigentlich der Beste wäre, im Nachhinein das einem Trainer zu geben, haben wir gedacht. Der nimmt es dann mit und dann hast du es vor Ort, aber du hast es ja nicht wirklich selbst vor Ort und konntest du sozusagen mental dich selber ein bisschen austricksen. Da waren wir uns nicht ganz einig. Ja, Christina hat tatsächlich in London ihre Sachen vergessen. Ah nee, das war nicht die Podiumswear, sondern fürs Studio dann. Und da musste sie nach der Siegerehrung nochmal ganz schnell zurück ins Olympische Dorf, dass wir dann rechtzeitig im Studio ankamen, weil sie gesagt hat, oh Mist, ich habe gar nichts dabei, ich habe da nicht mit gerechnet. Also ich verstehe das auch total, aber die Idee, einem Trainer dann das Outfit zu geben, ist doch perfekt. Das müsst ihr, also für alle, die jetzt noch teilnehmen, ne, und zuhören. Die abergläubisch sind, gebt eure
Podium wäre an die Trainer. Ja, ihr müsst es auch dem Olli erklären, ne? Weil du kriegst ja so ein Booklet bei den Spielen, was du wann zu tragen, was du tragen solltest. Aber natürlich, bei Podium ist es schon vorgeschrieben, bei Eröffnungsfeier vorgeschrieben. Irgendwann hast du zwischendurch, kannst du schon auswählen, was du willst. Aber es gibt bestimmte Vorgaben und das muss man immer bei sich tragen dann auch, ne? Das ist dann schon, das ist schon entscheidend. Habt ihr euch das vorher immer auswendig, habt ihr das auswendig gelernt, das Booklet? Oder habt ihr immer sehr viele Fragen stellen müssen? Oder man braucht den Trainer oder den Mannschaftsbetreuer, der an alles denkt? Ja, ist schon hilfreich, glaube ich, den zu haben. Ich hatte tatsächlich das Booklet immer überall irgendwie dabei. Dieses Mal aber auch digital gehen, soweit ich weiß. Und ich glaube, ich kenne keinen Sportler, der sein Handy nicht dabei hat. Das heißt, da hast du dann immer die Möglichkeit. Und in der Tat, glaube ich, gibt es dann da eine Hilfestellung. Beziehungsweise, wenn du nicht ganz als Erster dran bist bei jedem Moment, kannst du dich ja mit den anderen Athleten auch austauschen oder siehst und kriegst dann so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, was sich vielleicht wo auch so ein bisschen direkt anbietet. Also das ist jetzt, glaube ich, selbstredend oder die Klamotten sind so zuzuordnen, dass du ja nicht so verwechseln kannst, dass der Zweck nicht direkt ersichtlich ist, wenn du sie in der Hand hast. Aber es ist schon spannend, dass man vorher seine Tasche so packen muss, dass man mit dem normalen Presentation-Wear losgeht und dann irgendwie vorm Podium noch schnell wechseln muss und vielleicht nachher fürs Fernsehstudio nochmal was anderes dabei haben muss. Das ist schon spannend. Gut, dass es auch Taschen gibt, auf jeden Fall, in der Ausstattung. Wollte ich auch gerade sagen. Aber Olli, bist du auch ein bisschen abergläubisch oder so? Hast du so ein Spiel, den du sozusagen irgendwas, was du auf jeden Fall machst, was du gar nicht machst? Eher weniger. Also ich habe halt meine Rituale, aber das hat jetzt weniger was damit zu tun, was ich für Klamotten einpacke oder ob ich mir eine Fahne ins Boot lege oder sonst irgendwas, um danach zu feiern. Das hat dann mehr was damit zu tun, wie ich mich vorbereite, wie ich genau eine Stunde vor Start noch eine halbe Banane esse, aber sonst, das sind mehr so Kleinigkeiten. Okay, wir blicken nochmal weiter. Darüber hatten wir es auch schon. Lena, das ist Presentation Wear. Was heißt das? Genau, das ist die Einkleidung, die du hauptsächlich klassisch zu Presseauftritten dann trägst. Wenn irgendwo. Das muss man natürlich jetzt alles gucken, wie das dann vor Ort organisiert wird. Das ist jetzt schwer natürlich mit den bisherigen Gegebenheiten zu vergleichen, weil wir alle nicht genau wissen, was lässt sich wie umsetzen, was wird wie stattfinden, wo dürft ihr euch als Athleten aufhalten. Aber grundsätzlich ist die Idee, das für entsprechenden Interviews zu tragen. Und da seht ihr es durchblitzen, genau, da ist das rote T-Shirt drunter und darüber ist recht gemütlicher Hoodie. Soweit habe ich auch das Feedback bekommen. Und da in einem zitronigen Gelb ist es jetzt nur angedeutet, das meine ich mit so ein bisschen subtil, da ist auch wiederum das Adlermotiv drauf, aber eben nicht so ganz direkt, sondern schön, dass man es aber dann da auch trotzdem noch nur mitträgt. Ja, besonders, hattet ihr ja auch schon gesagt, ne? In Japan ist es super heiß draußen, die Räume dann super klimatisiert, das ist dann schon in Ordnung, dass man das wahrscheinlich in eine Jacke immer dabei haben muss. Ich denke schon, also Miri, du bist Japan-Expertin. Ja, ich war nie im Hochsommer da. Also ich weiß nur von Stefan Bötticher, ein Sprinter von uns aus der Nationalmannschaft, der auch im Sommer da war und der hat das echt bestätigt. Der hat gesagt, es ist so schwül, du gehst raus aus dem Hotel und dann hast du das Gefühl, du läufst vor eine Wand. Ich war im April und im Dezember in Japan. Das waren beides mal Temperaturen, wie wir es von uns hier zu Hause in Deutschland gewohnt sind. Aber ich denke, es ist auch echt abhängig von dem Wetter, was dann gerade aktuell herrscht. In Rio haben wir auch gesagt bekommen, die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch und stellt euch auf extreme Bedingungen ein. Und am Ende war es gar nicht schlimm. Also ich habe das nicht einen Tag als schlimm empfunden. Es hat vielleicht ein bisschen mehr geregnet als bei uns. Aber es war warm und es war angenehm. Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich rausgehe, ich bin direkt klatschnass.
Aber die langen Kleidungen oder die Jacken, die sind schon extrem wichtig, weil gerade in den Bussen, die sind so wahnsinnig klimatisiert. Und wenn du da ein bisschen geschwitzt bist und nichts drüber ziehst, bist du halt ruckzuck auch erkältet. Ne? Und das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann bei den Olympischen Spielen. Olli, warst du schon in Japan? Hm? Ich war bisher noch nicht in Japan, nee. Das wird mein erstes Mal sein, wenn ich hinfliege. Aber wäre das nicht gut, die klimatischen Bedingungen einmal vorher kennengelernt zu haben? Ja, wäre gut gewesen, aber ich gab halt jetzt wegen Corona auch keine Chance dazu. Okay, plus, das hatten wir im Vorgespräch, bevor wir live waren, das Wasser ist auch unterschiedlich. Und da ist natürlich, seid ihr Ruderer darauf angewiesen, dass ihr auch das Wasser kennt. Wie ist das Wasser in Tokio? Das weißt du aber. Ja, also ich habe Videos gesehen. Da lief ja jetzt erst gestern, glaube ich, die finale Qualifikationsregatta für Asien auf dem Kurs ab. Da konnte man sich schon mal so ein paar Punkte merken auf dem Kurs, wo man sich dann auch orientieren kann dran. Dann wird es natürlich Salzwasser sein. Es wird relativ warm sein, einfach aufgrund der klimatischen Bedingungen. Das heißt eigentlich an sich sehr, sehr schnelle Bedingungen. Und dann kommt es natürlich auch auf den Wind an, wie der uns da zusetzen wird, weil in dem Hafenbecken da, in dem ehemaligen, wird es auf jeden Fall sehr windig werden und da werden auch sicherlich recht schwierige Bedingungen herrschen. Das heißt, darauf kann man sich auch schon einstellen. Du, ich habe gesehen, du hast in der Sauna trainiert, um das vielleicht nachzuempfinden, dass es da schwül ist. Also du hast deinen Ruderergometer quasi so halb in die Sauna gezogen. Ja, so wie es reinging, genau. Aber um das wirklich zu simulieren, dass es da wärmer ist, richtig? Genau, wir haben halt einige Ausdauereinheiten im Winter auch mal unter diesen Bedingungen dann halt gemacht, einfach um diesen Wechsel, wenn man jetzt von hier Deutschland dann nach Tokio fliegt, wird ja auch dann nochmal eine Umstellung, einfach um den dann auch mal in so einem täglichen Training drin zu haben und das geübt zu haben. Genau. Okay, wir sind schon mitten im Sportlichen. Wir blicken noch einmal schnell durch die Bekleidung. Wir haben hier nochmal die beiden Podiumsjacken und dann... Presentation, ja. Lena, korrekt. Entschuldige. Genau. Ja, das war Presentation-Jacke. Dass Olli sich das jetzt schon direkt merken kann und da muss er gar nicht... Ja. Ja, super. Nicht mehr in Style gucken, sondern weiß direkt, was er wann anzuziehen hat oder darf. Genau, und hier, da muss er sich aber nicht so viel merken, weil ab jetzt darf er frei kombinieren in der Village Wear, in der Freizeit darf er tragen, was er möchte aus dem Fundus, was es dann gibt. Genau, Lena, oder? Genau. Die Ornella hat in der Mitte jetzt noch das auch das Presentation-Outfit, aber Denise und Niklas haben Teile der Village Wear und die ist tatsächlich sehr vielseitig. Das sind T-Shirts in verschiedensten Farben, in verschiedensten Schnitten, in verschiedenen Stoffen. Für die Hosen gilt das Gleiche. Da ist, glaube ich, tatsächlich dann für jeden was dabei. Und was man hier auch ganz schön dran sieht, ist, dass es tatsächlich für Team Deutschland und eben auch für Team Deutschland Paralympics eine Einkleidung ist, dass man sozusagen auch da den Schritt noch weitergeht oder ja, doch einfach weitergeht, dass man bei Olympischen und Paralympischen Spielen tatsächlich als ein Team auftritt. Genau, das ist auch der Unterschied zwischen dem, was wir noch anhaben, Lena. Das ist nämlich Outfit, wenn man es hier, nee, andere Seite. Leo. Aus Rio und da ist noch das DOSB-Logo drauf, genau. Und jetzt prangt überall das Team Deutschland-Logo, genau. Und ist das, Miri, du hast ja auch nur das DOSB-Logo quasi da auf der Brust. Ist jetzt ja schon schöner gewesen, damals schon Team Deutschland-Logo auf der Brust zu haben? Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, war in Rio es so, dass die Einkleidung zumindest die gleiche war für Team Paralympics und Team Olympics, aber eben das andere Logo, dass wir das DOSB-Logo drauf hatten und die Paras das DBS-Logo und das finde ich jetzt super schön, weil das einfach zeigt, wir sind eine große Sportfamilie, egal ob wir bei den Olympischen oder bei den Paralympischen Spielen teilnehmen. Und das zeigt noch ein bisschen mehr Verbundenheit und Zusammengehörigkeit. Und das ist ja genau das Motto, was auch entwickelt wurde
dass man eben zusammengehört. Ne? Und das finde ich schade, dass es in Rio noch nicht so war. Umso schöner, dass es jetzt aber in Tokio so ist. Und das Logo ist ja auch schön. Genau. Und nochmal, was natürlich auch dazu gehört, neben sind die Schuhe. Lena, kannst du was zu den Schuhen sagen? Was kriegt man für Schuhe in der Einkleidung? Ein Paar, zwei Paar? Adiletten? Was mehr ist alles Paar, dabei? Genau. Es gibt ein eigenes Paar für die Eröffnungs- und die Schlussfeier. Es gibt eins, ja, das Sportliche, was ihr hier seht, der Ultra Boost 21. Der so ein Allrounder ist, da kannst du mit Joggen gehen, aber da kannst du auch eigentlich den ganzen Tag mit rumlatschen, wenn du möchtest. Dann haben wir fürs Podium einen extra Schuh, den Fody Forward, der ist auch jetzt erst gelauncht worden. Der ist aus einem auch ganz speziellen, innovativen Herstellungsverfahren. Und dann, genau, darf die Adilette nicht fehlen, glaube ich. Also ich habe auch meine, also ja, das, ich kenne keinen Sportler, der ohne Adilette auskommt. Und es gibt auch noch einen Flipflop dazu, weil du natürlich gucken musst, wie ne, ist tatsächlich warm, du hast schon viele, die eine Vorliebe dafür haben. Es gibt einige, die aber sagen, ich brauche schon einen festen Schuh, weil orthopädisch ist das die ganze Zeit im Flipflop rumzulaufen nichts für mich. Und auch da deshalb genau relativ breit aufgestellt, dass für jeden was dabei ist. Sehr gut, das war ein Blick in die Einkleidung, Bildkleidung. Noch einen kurzen Ausblick, was gibt es an Taschen, Rucksäcken, Sonnenbrillen noch dazu? Oder weil ich erinnere mich, in London gab es sogar einen Kulturbeutel dazu. Den benutze ich immer noch. Alle, wirklich, der ist gut. Ich auch. Ja, in Rio gab es nämlich keinen. Nee, gab keinen mehr. Nee, Kulturbeutel gibt es tatsächlich auch nicht. Aber es gibt ganz viele Taschen. Es gibt zwei Rucksäcke. Es gibt Sonnenbrillen, es gibt Caps, die haben wir auch noch nicht gehabt, auch ich glaube vier verschiedene, es gibt Schweißbänder, so ein paar Accessoires, ja, und ein paar Must-Haves, Socken und so weiter und dann auch natürlich was fürs Sporttreiben mit Tight und Co. Also wie gesagt, das, ich glaube, da gibt es wirklich für alle was dabei. Genau. Und wer noch Fragen hat, ihr seid da draußen ganz herzlich eingeladen, bei YouTube, bei Facebook zu kommentieren. Und dann können wir die Fragen hier noch mitnehmen, falls ihr noch Fragen zur Einkleidung habt. Ansonsten würde ich das Thema ein bisschen weg von der Kleidung und hin nach Tokio lenken. Und zwar bestreiten wir alle gemeinsam oder gerade die Sportlerinnen und Sportler einen langen Weg und diesmal sogar noch länger als vorher, weil es eben durch die Verschiebung eben 5 Jahre und nicht 4 Jahre sind. Ja, und Team Deutschland hat dazu eine Kampagne gestartet, Mein Weg. Die schauen wir uns jetzt einmal den Trailer auch an und danach sprechen wir über Olli, besonders deinen Weg nach Tokio. Olympische und Paralympische Spiele sind für uns nicht nur der eine Wettkampf, sondern vielmehr ein Weg. Mit einem Trainingsplan über 4 Jahre und manchmal sogar noch länger. Spiel im 21 verschoben. Ein Leben für unseren Sport von klein auf. Ein Weg, der nur möglich wird durch Menschen, die uns begleiten. Die uns aufbauen, wenn es mal nicht läuft. Die auch dann bei uns sind, wenn sie nicht vor Ort sein können. Begleite auch du uns in Tokio und werde Teil von Mein Weg. Ja, Olli, man hat dich gesehen im Video. Man hat aber auch noch weitere Menschen aus deinem Umfeld gesehen. Ich glaube, dein Papa, dein Opa. Wie sieht es denn aus auf dem Weg nach Tokio bei dir? Du hast gerade schon gesagt, du siehst auch so aus, du kommst gerade aus dem Training. Wie ist die Stimmung? Ja, ohne Training geht es natürlich nicht. Und je näher man jetzt an die Spiele kommt, desto greifbarer wird das Ganze irgendwie auch für einen. Jetzt sind es ja nur noch 2,5 Monate, bis es dann losgeht. Und das ist jetzt wirklich eine sehr kurze Zeit. Und ja, das gibt
bringt es eigentlich alles so ein bisschen in den Hintergrund, was man davor alles geleistet hat in den letzten 4, 4,5 Jahren, was da alles für Leute dann auch mitgewirkt haben, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre, was man für Höhen und Tiefen erlebt hat. Ja, ist schon. Aber blickst du oft zurück oder blickst du eigentlich jetzt nur noch nach vorne? Ja, man muss schon ab und zu noch zurückblicken, auch um zu sehen, was man für Erfahrungen natürlich gemacht hat, mit denen man jetzt natürlich auch stärker werden möchte. Aber ansonsten geht der Blick eigentlich ziemlich viel eher nach vorne. Und bei uns liegen jetzt noch 2 Regatten an, zum Beispiel 2 Weltcups. Da ist jetzt erstmal kurzfristig der Blick drauf gerichtet, aber auch eigentlich dauerhaft auch auf Tokio, weil das letzten Endes geht es um das eine Rennen bei uns am 30.07., wo ich topfit sein möchte. Und deswegen muss man sich damit jetzt natürlich auch schon auseinandersetzen. Aber wir haben auch gerade in dem Trailer kurz gesehen, deine Karriere ist ja im Rudern noch relativ überschaubar, kurz. Du ruderst noch gar nicht so lange und die ging steil nach oben, aber auch, man hat dich da kurz gesehen, wo es mal nicht so lief. Denkst du an diese Momente zurück? Haben die dich irgendwie stärker gemacht? War das wichtig vielleicht, dass es nicht nur steil nach oben ging bis zu den Olympischen Spielen, dass da auch mal Rückschläge dabei waren? Ja, also ich muss ganz klar sagen, dass die Karriere bei mir jetzt zwar im Rudern sehr schnell verlief und dass man dann natürlich auch, wenn man so drauf guckt, sehr viele Erfolge natürlich mit mir beziehungsweise mit meiner Karriere verbindet, aber das ist natürlich nicht alles. Das ganze Training, was dahinter steckt, das sieht man nicht. Dann so einzelne Punkte in meiner Karriere, wo ich wirklich am Boden zerstört war, weil es halt mal beim Rennen nicht lief, wo ich mich dann aufbauen musste und am Ende daraus die richtigen Schlüsse gezogen habe offensichtlich, weil ich in den nächsten Rennen dann viel besser war. Das muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen. Und letzten Endes war jede Niederlage beziehungsweise jeder Rückschlag in meiner Karriere eigentlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt noch mehr machen. Das möchte ich nicht nochmal so erleben. Und das hat mich auch stärker gemacht. War das bei euch, Lena und Miri, auch so, dass euch bestimmte Momente auf dem Weg zu euren großen Erfolgen auch gestärkt haben oder dass die wichtig waren? Ich habe überlegt, genau. Es gab so 2, 3 Momente in der Karriere, wo ich grundsätzlich gehadert hatte. Bei uns hing es oft mit einer ganz immensen Regeländerung zusammen, dass ich gesagt habe, ja, macht das noch Sinn für mich hier und mich da sozusagen rauszugraben. Ich glaube, das ist in der Tat am Ende, macht so einen erfolgreichen Athleten, machen 3 Säulen aus, dass du hast das, was du an Training, ne, an Fleiß sozusagen einbringst, du hast das, was der Körper verkraftet und auch deine Regenerationsfähigkeit, das, was du draus machst, und du hast aber auch dann den Kopf, der am Ende, wenn alle super trainiert sind und super drauf sind im Wettkampf, halt über das kleine Mühe entscheidet, was dann, ne, über Platz 1, 2, 3, 4 entscheidet und damit ja auch entsprechend riesige Konsequenzen tatsächlich manchmal einhergehen. Ich hatte viele Stürze vom Pferd tatsächlich sogar, auch während der Wettkämpfe. Also im Training kann ich sie gar nicht mehr zählen, aber es gab halt auch ein paar wichtige Wettkämpfe, wo ich dann gestürzt bin. Und da hat es mir geholfen, auch direkt eine Lehre draus zu ziehen. Also nicht zu sagen, es ist alles irgendwie doof, sondern tatsächlich ganz konkret zu gucken, was ist da vielleicht auch technisch komplett falsch gelaufen und was kann ich sofort sozusagen als Learning wieder mitnehmen, um es dann einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Und das hat mir A geholfen, genau das zu verarbeiten, und eben auch B, das dann eben beim nächsten Wettkampf auf jeden Fall besser zu machen. Wie ist es bei dir, Miri? Ja, genau so. Also ich kann das nur bestätigen. Ich bin nicht vom Pferd gefallen, aber vom Fahrrad. Ne? aber ganz klar, du musst einfach aus den Fehlern oder aus dem... Fehler sind ja Erfahrungen, ne? Du kannst einen Fehler für dich nutzen und daraus lernen und das nächste Mal besser machen. Und genauso war es bei mir eigentlich auch. Du hast in der Regel mehr Wettkämpfe, bei denen nicht alles hundertprozentig läuft, als bei denen du hinterher sagst, heute war ein Top-Tag, heute hat alles perfekt harmoniert und geklappt. Meistens ist es so, dass du hinterher sagst, ja, das hätte noch besser sein können und das.
Und wenn es dann am Ende bei den Olympischen Spielen auf den Punkt perfekt läuft, dann hast du alles richtig gemacht. Aber so Tage sind halt selten bei Wettkämpfen auch auf dem Weg. Und dann muss man einfach analysieren, gucken. Und das ist, glaube ich, das, was Uli auch gesagt hat. Ne? Du wirst mit jedem Wettkampf reicher an Erfahrungen und weißt dann, was du das nächste Mal besser machen kannst. Und dann verbesserst du dich auch. Und am Ende kommst du oben an, wenn alles passt. Kopf, Physis, Bedingungen, du bist gesund, du bist fit, du hast dich gut vorbereitet. Es sind so viele Faktoren, Einflussfaktoren, die am Ende entscheidend sind über Medaillen oder eben nicht. Ja, und an dem Tag X halt, ne, auch. Eben, also das ist krass, das hat Olli ja gerade auch gesagt, so, das ist halt ein Tag, wo du jetzt fünf Jahre drauf hingearbeitet hast quasi. Aber gibt es auch jetzt nicht nur die Niederlagen, die einen stärker gemacht haben, gibt es auch Erfolge, die einen stärker gemacht haben? Miri und Lena ja auch, ihr habt ja relativ früh in euren Karrieren quasi auch den Olympiasieg eingefahren und habt ihr davon auch gezehrt? Also jetzt sagen wir, also bei den ersten Spielen, Miri, du schüttelst den Kopf, aber... Ne, ja, ich war 26, deswegen habe ich es so gemacht. Aber ja, bei den ersten Spielen. Auf jeden Fall. Die Frage war ja, ob wir aus den Erfolgen auch was lernen konnten. Ne? Natürlich nimmst du da viel mit und vor allem das Allerwichtigste ist Selbstbewusstsein. Wenn du weißt, ich kann gewinnen und dann auch mit breiter Brust in die nächsten Wettkämpfe reingehst. Und bei uns war es ja so, Christina und ich sind ja für die, die es nicht ganz wissen, Olympiasieger geworden oder Olympiasiegerin geworden, weil eben die anderen nicht richtig wechseln konnten und Wechselfehler eingebaut haben. Und wir dann schwuppsdiwupps, holla die Waldfee, so ungefähr, so kam es einem zumindest vor, auf einmal Olympiasieger waren. Aber letztendlich auch gerechtfertigt, weil du mit einem Wechselfehler dir auch einen riesen Zeitbonus und Zeitvorteil verschaffst einfach. Und für mich war das, und ich glaube, ich hoffe, ich kann auch für Christina sprechen, einfach ein riesen Ansporn, beim nächsten Wettkampf zu zeigen, wir haben zu Recht gewonnen. Und wir hatten ein halbes Jahr nach den Spielen in London Weltmeisterschaften, also im Februar 2013 dann, und sind dort auch wieder Weltmeisterinnen geworden. Also wir waren Weltmeisterinnen im April 2012 und dann wieder im Februar 2013. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen Wiedergutmachung und Genugtuung, um zu sagen, hey, wir sind verdient Olympiasieger gewesen und nicht nur, weil eben dieser Wechselfehler war. Und deswegen finde ich, für mich war es immer so, mit Erfolgen gehst du viel selbstbewusster in die nächsten Wettkämpfe. Wie ist es bei euch? Ja, ich glaube, du musst das richtige Mindset dafür haben tatsächlich. Also es gibt natürlich auch das Risiko, dass du sagst, du hast einen Erfolg und dann ruhst du dich irgendwie drauf aus. Und ist es natürlich auch schnell passiert, dass du dann ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen landest. Ja klar, du musst weiter hart arbeiten, das ist klar. Aber wie du sagst, ich habe auch eher das Positive mitgenommen und eben dann auch genau früh und jung Selbstbewusstsein getankt. Bei uns in der Sportart war ich im Unterdurchschnitt vom Alter und es war einfach schön, dann einen Erfolg in tatsächlich auch den Jahren, den weiteren Jahren der Karriere schon im Rücken zu haben und zu wissen, dass ich auch ja, gegen die Erfahrenen schon anstinken konnte. Olli, wie ist das bei dir? Du bist ja als Newcomer quasi da relativ schnell hast dich in der Weltspitze etabliert. Hast du das auch wahrgenommen, dass die Konkurrenten dann vielleicht gesagt haben, ja okay, war klar, dass du physisch stark bist, ne? Auch übers Ergometerrudern ja auch schon Erfolge gefeiert hast, aber eben auf dem Wasser und haben sie auch mal vielleicht gesagt, ja jetzt auf dem Wasser, jetzt hat er einmal gewonnen, aber der wird das schon nicht lange so machen. Hat dich das angespornt? Ja, so in Deutschland habe ich das schon so ein bisschen vernommen, so in der Nationalmannschaft. Die hatten natürlich auch so ein bisschen Angst um ihre Plätze dann, als ich da aufgekommen bin. Aber letzten Endes war diese kritischen Blicke, die waren irgendwie immer ein Ansporn, es ihnen jetzt noch mehr beweisen zu wollen. Und letzten Endes war es dann auch so, als ich dann von Erfolg zu Erfolg irgendwie gekommen bin, das hat mir dann auch so die Bestätigung gegeben, dass das genau die richtige Entscheidung war, da hart zu bleiben, weiterhin hart zu trainieren und auch die Sportart zu wechseln. Das war alles so eine Bestätigung für all das, was ich da geopfert habe, alles, was ich dafür aufgewendet habe. Und das gibt einem natürlich dann auch Selbstvertrauen.
Wie viel deines Weges schreibst du deinen engsten Wegbegleitern zu? Also so, wir kennen, wenn man, falls die Zuschauer und Zuschauerinnen das nicht wissen, es gibt eine Dokumentarserie, Skulls heißt die, die gibt es auf dem Team Deutschland YouTube-Kanal, die wird aber jetzt auch fortgesetzt in der ZDF-Mediathek und die verfolgen deinen Weg schon lange und da sieht man natürlich, dass das bei dir eben ein Familienbusiness quasi auch ist. Dein Vater ist dein Trainer, dein Opa ist auch Olympiasieger gewesen im Rudern. Also ihr seid da sehr, sehr eng zusammen. Und ist das genau der richtige Weg für dich? Also man muss dazu sagen, natürlich alleine schaffen es nur die wenigsten Athleten natürlich an die Weltspitze. Wahrscheinlich überhaupt keiner, weil alle brauchen irgendwie einen Trainer, Physiotherapeut, Unterstützer und sonstiges. Bei mir war es halt sehr lange die Familie, da kann ich ganz am Anfang mit dem Schwimmen anfangen, wo mich meine Eltern und Großeltern da irgendwann dann täglich zum Training gefahren haben, mich auf Wettkämpfen begleitet haben, einfach überall dabei waren. Dann später, als ich dann die Sportart gewechselt habe, mein Opa hat alles in Gang gesetzt, damit ich da ein Boot nach dem anderen komme, damit ich mich dann halt auch entsprechend entwickeln kann. Da ist ganz, ganz viel, was ich meiner Familie von meinem Erfolg zuschreibe und jetzt in den letzten Jahren natürlich auch meinem Krafttrainer, meiner Physiotherapeutin und all meinen Freunden, die mich da unterstützt haben. Die haben alle da einen Teil dran. Alleine hätte ich das alles niemals geschafft. Das unterschreiben Lena und Miri wahrscheinlich. Total. Ja, ich glaube, am Anfang ist es gar nicht so leistungssportspezifisch, sondern es ist tatsächlich, meine Eltern hatten, ne, die haben selber viel Sport gemacht. Die haben mich aber auch nie in Richtung Leistungssport besonders gepusht, weil sie irgendwie auch selber aus der Vergangenheit, Sport hat immer eine große Rolle gespielt, aber es war jetzt nicht notwendig. Ich hätte auch alles mit dir andere machen können, wenn ich mich dafür interessiert hätte. Aber sie haben es halt unterstützt. Und wie Olli schon sagt, also so viele Fahrten zum Training und zu Wettkämpfen, so viel Zeit, die wir reingesteckt haben am Anfang, das will ich gar nicht tatsächlich zusammenzählen. Und am Ende, klar, musst du als Athlet ja auch ein gewisses Päckchen mitbringen, um dann tatsächlich, ne, im Leistungssport landen zu wollen und dann dich da auch zu entwickeln. Aber ich glaube, der Start ist immer im Kleinen und der kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du da ja ganz alleine tatsächlich irgendwie entwickeln kannst. Wie wird man moderne Fünfkämpferin? Wie kommt man auf die Idee? Oder war das auch familiär vorgeprägt? So ist es ja auch öfter. Bei Olli ist es auch so. War es bei dir auch so, Lena? Nee, gar nicht. Bei mir lag es dran, dass das Schwimmbad im kleinen Ort dann tatsächlich geschlossen wurde, wo ich ursprünglich auch mal Schwimmerin war, aber nicht ansatzweise so gut auf dem Niveau wie Olli. Ich habe aber trotzdem 6-mal die Woche trainiert. Also ich war schon ambitionierte Sportlerin. Und dann wurde das Schwimmbad geschlossen und wir mussten in der Umgebung in anderen Bädern Trainingszeiten suchen. Und dann bin ich in Bonn gelandet und in Bonn gab es auch modernen Fünfkampf. Und dann bin ich eigentlich bei den modernen Fünfkämpfern nur mitgeschwommen, damit ich einfach Wasserzeiten nutzen konnte. Und habe dann peu à peu die anderen Sportarten auch ausprobiert und dann festgestellt, das macht mir genauso viel Spaß. Das ist eine tolle Trainingsgruppe. Hier ist ein super Trainer, der hoffentlich Potenzial in mir sieht und dann habe ich da tatsächlich auch recht schnell Erfolge feiern können und dann gewechselt. Also eher der Zufall. Ja. Miri, wird man Bahnradfahrerin, wenn man vorher Straßenrad gefahren ist? Ja, so ungefähr kann man sich's vorstellen. Aber bei mir ist es so ähnlich wie bei Olli. Wir waren auch so ein kleines Familienunternehmen. Meine Mutter ist Physiotherapeutin, mein Stiefvater hat mich die letzten 15 Jahre trainiert. Als meine Mama und er sich kennengelernt haben, habe ich den Bezug zum Radsport erst bekommen. Ich bin vorher Leichtathletin gewesen, aber nicht ganz so ambitioniert mit 3-mal die Woche Training und habe da aber sehr viel Spaß gehabt. Und eben als dann der Frank der Partner von Mama wurde, habe ich dadurch auch den Radsport kennengelernt. Und irgendwann, ich habe noch 2 jüngere Schwestern, die Mama konnte sich nicht teilen. Ne? Ich musste immer mit dem Fahrrad ins Leichtathletiktraining fahren.
habe ich gesagt, so, jetzt mache ich Radsport. Ich melde mich bei uns in Kaiserslautern am Sportgymnasium an, ich wechsle die Schule und ich werde Radsportlerin. Weil er mir immer das Nationaltrikot hingehalten hat und gesagt hat, du hast Talent, wenn du dran glaubst, dann bist du irgendwann mal in der Nationalmannschaft. Und dann waren die Olympischen Spiele in Sydney, wo Jan Ullrich Olympiasieger geworden ist und der Deutsche Bahnvierer Olympiasieger. Das waren so Momente, die mich wahnsinnig geprägt haben. Und es hat dann noch ein Jahr gedauert, aber danach habe ich eben mit Radsport angefangen. Sehr, sehr untalentiert auf der Straße. Ich wurde dort nur abgehangen. Und zum Glück gibt es ja bei uns verschiedene Disziplinen. Und auf der Bahn war ich erfolgreich, bin dort in die, eben dann zwei Jahre später in die Jugendnational- oder Juniornationalmannschaft gekommen. Und daraufhin dann auch zu meinem Stiefvater in die Trainingsgruppe, der mich betreut hat. Und es ist einfach ein riesen Vorteil, glaube ich. Es wird zwar viel diskutiert und es ist zu Hause oft Thema, aber deine eigene Familie kennt dich einfach am besten, ne? Und wenn der mich morgens angeschaut hat und hat gesagt, du siehst scheiße aus, dann haben wir im Training halt auch mal reduziert. Und das war schon eine sehr, sehr gute Arbeit, die wir da zusammen machen konnten. Und ansonsten ist es schon so, wie Olli auch sagt, die Familie spielt so eine Riesenrolle oder was Lena auch sagt, ne? Unterstützung der Familie und auch Freunde. Ich habe so tolle Freundinnen, die mich meinen ganzen Werdegang mit begleitet und unterstützt haben und immer für mich da waren, egal ob jetzt bei Wettkämpfen, wenn es möglich war, oder einfach zu Hause zum Quatschen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und jetzt kommt das große Problem. Olli, ich weiß gar nicht, jetzt ist Tokio und die ganzen Menschen, die einen sonst unterstützen, können nicht mitkommen. Gibt es wen, den du besonders vor Ort vermissen wirst? Ja, ich denke, mein Opa wird es sein, weil er hat sozusagen diesen Wunsch eigentlich schon als Kind in mir gepflanzt, dass ich mal zu Olympischen Spielen möchte. Es ist natürlich jetzt schade, dass er aufgrund der Pandemie nicht dabei sein kann. Aber ich würde wetten, dass er dann auch um 3 Uhr nachts oder wann auch immer meine Finals dann stattfinden, dann auch vorm Fernseher sitzen wird und einer der Ersten sein wird, der mir hoffentlich danach gratulieren kann. Mal schauen. Aber da habt ihr noch nicht ausgemacht, wie das funktioniert oder wie er digital auch dabei sein kann. Nee, das so weit sind wir noch nicht. Ist noch ein bisschen hin bis Tokio. Wie schätzt du es denn grundsätzlich ein? Olympische Spiele in Pandemiezeiten werden halt wie jede Spiele, Olympische Spiele sind irgendwie jede Edition besonders. Die werden jetzt besonders, besonders gefühlt. Du hast vorher noch keine erlebt und was machst du dir für Gedanken, wie es denn da wird? Gute Frage. Also ich weiß, dass man einige Abstriche machen muss von dem, was so erzählt wurde, was in den vergangenen Spielen so abgegangen ist. Aber an sich freue ich mich eigentlich hauptsächlich darüber, dass ich diesen Traum, den ich mir, den ich schon so ewig habe, jetzt erfüllen kann, endlich Olympionik zu werden. Und jetzt auch in der Sportart unterwegs zu sein, wo ich wirklich Talent für habe, wo ich auch Medaillenchancen habe. Darauf freue ich mich jetzt am meisten und da geht auch nichts. Die ganzen Corona-Diskussionen, die prallen an mir so ein bisschen ab da auch und diese Abstriche, die nehme ich auch gern hin dafür. Das Beste, was man machen kann. Ja. Einfach Fokus und alles andere ausblenden, weil das beeinflusst dich eh nur negativ, du kannst es nicht ändern. Und ich finde die Einstellung toll und ich drücke dir so fest die Daumen, dass es dann auch klappt in Tokio. Ja, vielen Dank. Das denke ich eben auch. Wenn man jetzt schon damit anfängt zu zweifeln, dass das nicht stattfindet, dann fehlen halt die letzten Prozent im Training. Und in der Weltspitze ist halt jedes Prozent entscheidet am Ende über eine Medaille oder keine Medaille. Und deswegen denke ich auch, dass das die richtige Einstellung ist. Danke. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Vorteil, wenn du jetzt das erste Mal dabei bist, weil ne, alles, was du da jetzt erleben wirst, wird einmalig und super eindrucksvoll sein und du wirst halt vielleicht auch dann einfach das deutsche Team ganz anders und intensiver wahrnehmen, weil ihr da dann natürlich mehr miteinander vielleicht zu tun habt, weil es einfach die Möglichkeit andere Erfahrungen zu sammeln, sich irgendwie auf in Tokio zu tummeln, Ausflüge zu machen, weil es das nicht gibt. Ich glaube, das kann sicherlich vor Ort auch Vorteile haben. Das ist total spannend. Wenn ich einen Querverweis zum Podcast
ziehen darf. Ich habe diese Woche mit Andy Toba gesprochen, dem Turner, und der war ja auch in London und Rio schon am Start, aber der sagt auch, die Spiele, egal wie sie dann jetzt stattfinden, werden trotzdem besonders und werden trotzdem in Erinnerung bleiben, weil vor Ort werden Dinge passieren, die auch trotzdem nur bei Olympischen Spielen passieren, auch wenn sie unter Pandemiebedingungen passieren. Also er ist total optimistisch und hat auch gesagt, das ist ja irgendwie auch das neue Normal, ne? Also er hätte vor einem Jahr nie gesagt, ich fahre nach Tokio und ohne Zuschauer, ich fahre da trotzdem hin. Hat er gesagt, nee, mache ich nicht. Aber jetzt ist er so weit und sagt, ey, das sind trotzdem Olympische Spiele und es wird einmalig werden, so, und freut sich drauf. Ich glaube, das ist so das, was man vielleicht dann auch mitnehmen sollte und muss dahin. Auf jeden Fall, du brauchst positive Gedanken. Wenn du nur ein bisschen negativ bist oder zweifelst, das kostet so viel Energie, die du für was ganz anderes viel wichtiger brauchst. Und deswegen die Einstellung von Olli, wie du es beschreibst, oder auch was du sagst von Andi, das ist genau die richtige Herangehensweise. Und ich glaube auch, so wie Lena gesagt hat, klar, es werden andere Spiele, es werden nicht solche Spiele, wie wir aus Tokio, aus Rio oder aus London kennen oder Peking bei dir noch. Aber ich glaube schon auch, dass es richtig coole Spiele werden und ich freue mich drauf, wenn auch aus Deutschland vor dem Fernsehen zu sitzen und allen die Daumen zu drücken und das zu verfolgen, was vor Ort in Tokio passiert. Genau, wir sind schon am Ende. Wir haben eine Stunde gesprochen. Eine Frage aus dem Publikum würde ich trotzdem gerne stellen. Und zwar, Olli, wir hatten es ja über Teamwork, haben wir gesprochen. Und du bist ja im Einer, natürlich Teamwork ist so das, was drumherum bei dir passiert. Im Einer bist du ganz alleine. Wirst du immer im Einer fahren oder hast du schon mal drüber nachgedacht, irgendwann vielleicht auch mal in ein anderes Boot zu steigen? Also ich habe schon drüber nachgedacht. 2018, da war es ja komplett unklar, in welchem Boot ich dann lande. Da bin ich dann auch eine Doppelzweier-Ausscheidung zum Beispiel gefahren. Da hätte ich dann auch den Doppelzweier zu den Weltcups fahren dürfen. Aber momentan fühle ich mich eigentlich im Einer ganz wohl. Ich mag diese Stille um mich herum, wenn ich in der Früh auf den See gehe und einfach niemand anderes da ist. Ich mag es, wenn ich selbst Kontrolle über mein Rennen habe. Von daher kann ich mich über meine momentane Situation im Einer gar nicht beschweren. Okay, dann wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass es mit dem Einer in Tokio erfolgreich wird. Und genau, Miri, Lena, ihr werdet das höchstwahrscheinlich aus Deutschland verfolgen. Ich habe noch Hoffnung. Das ist gut. Also ich definitiv Deutschland. Sehr gut. Also ich bin dann vor Ort und gucke, ob jeder auch die richtige Klamotte zum richtigen Zweck trägt. Zur Trillerpfeife. Und einer dagegen verstößt. Möchtest du, dass ich hier eine Trillerpfeife mitnehme? Nein, passt. Mich brauchst du. Okay. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Super spannendes Gespräch. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, wir sehen uns wieder. Und zwar machen wir den nächsten Schritt für Schritt AthletInnen-Talk hier zur ersten Nominierungsrunde. Ist, glaube ich, am 18. Mai. Und das wollen wir jetzt durchführen bis Tokio, dass wir immer am Abend, wo die ersten Athletinnen und Athleten ins Team D offiziell berufen werden, da mit drei Athletinnen und Athleten sprechen. Und auch da den Ausblick nach Tokio wagen. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und macht's gut und bleibt gesund. Danke. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Sehr gerne. Wir bleiben gespannt.